Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem ganz besonderen Nordtour unterwegs. Wir wollen mit Ihnen Fahrrad fahren auf dem Weser-Harz-Heide-Radweg. 450 Kilometer einmal quer durch Niedersachsen. Hier geht's los am Weserstein, wo Werra sich und Fulda küssen. Wir sind in Südniedersachsen, am fast südlichsten Punkt in Hanmünden. Hier startet die Radtour und wir überqueren dann einmal den Harz, um weiter in den Norden zu fahren, bis nach Lüneburg. 7 Etappen sind das und auf die ersten nehmen wir Sie heute mit. Und es gibt wahnsinnig viel zu erleben. Wir entdecken ferne Planeten, befassen uns mit unserer deutsch-deutschen Geschichte. Es wird mystisch und sagenhaft. Wir gehen auf Jagd und ich zeige Ihnen eine Kirche. Die Deckenmalerei wird Sie umhauen. Und was müssen Sie machen? Einfach nur zurücklehnen und genießen. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihre Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss, deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Über die Flüssestadt Hanmünden soll der Forschungsreisende Alexander von Humboldt einmal gesagt haben, sie sei eine der 7 schönst gelegenen Städte der Welt. Auf der ganzen Radtour begleitet mich Thomas Kempernolte. Ohne ihn würde ich die kleinen Highlights wahrscheinlich nie finden. So wie hier in einer Seitenstraße versteckt, ein unscheinbares Museum. Geht schon los. Kein Problem. Okay. Das richten wir wieder. Wow. Das ist beeindruckend. Nachdem wir das erste runtergeworfen haben, ja. Willkommen in der Wunderkammer. Ja, herzlichen Dank. Ein Kuriositätenkabinett, wie aus der Zeit gefallen. Das hat sich etwas überlebt, ist aber eigentlich so das, woraus die Museen heutzutage alle irgendwann mal entstanden sind. Nämlich aus Sammlungen, die aus ganz anderen Gründen zusammengetragen wurden, als irgendwie ein bestimmtes Thema auszustellen, sondern so der Gedanke dahinter war tatsächlich, ja, die Welt ins Wohnzimmer zu holen. Mehr als 2000 Sammlerstücke. Da findet sich ein Unikat zu jedem Thema. Wir sind ja mit dem Fahrrad hier. Ja. Ich suche nach einer kuriosen Fahrradgeschichte und bitte. Da habe ich durchaus was. Zumindest eine Kleinigkeit. Das haben wir kürzlich mal gefunden. Das Armlight, also die Fahrradlampe für den Rennradfahrer. Dr. Wolf sagt, er kennt Geschichten zu jedem einzelnen Gegenstand hier. Ein schönes Stück ist hier unsere Laterna Magica. Hier sehen wir ja dann, wie der Mann zum Arzt kommt mit Tuch um den Kopf und zack, geht der Herr fröhlich und gelassen aus der Praxis, nachdem ihm da jemand mit der Zange irgendwie im Mund rumgefuhrwerkt hat. Mit Wunderkammern hat er sich schon in seinem Kunstgeschichtestudium beschäftigt. Erst nur in der Theorie. Wenn man immer darüber liest, wie Leute sammeln und wie sich Leute sozusagen mit der Welt beschäftigen, habe ich dann gesagt, naja, irgendwann brauche ich auch mal was zum Anfassen, zum selber sehen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich für die Menschen bedeutet hat, Welt über solche Objekte kennenzulernen. Und dann hat man einmal damit angefangen und sammeln ist was ganz Problematisches. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Irgendwann steht man dann halt da und kann entweder ein Museum eröffnen oder ja, die Wohnung ist halt voll. Ja, genau. Cool, vielen herzlichen Dank für diesen kuriosen Einblick in diese Welt. Sehr gerne. Gerne. Herzlichen Dank. Dann noch eine gute Reise. Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei. Ein schönes Motto für unsere Reise. Und hier am Bahnhof von Hanmünden, hier geht der Radweg eigentlich richtig los. Das heißt, das ist super, man kann mit dem Zug ankommen. Das ist ja der eigentliche Gedanke, weil es eine Einwegstrecke ist. Wir fahren in eine Richtung, man kommt mit dem Zug nach Hanmünden und beginnt hier die facettenreiche Tour in Richtung Lüneburg. Was uns begleiten wird, ist das Logo des Radweges. Da oben steht's in der Mitte, Weser-Harzheide-Radfernweg.
Hannmünden war ein toller Startpunkt und unsere erste Etappe ist nur 47 Kilometer lang. Aber wir wollen mit unseren E-Bikes ja nicht nur in die Pedale treten, sondern spannende Orte und noch viele tolle Menschen kennenlernen. Und ein Highlight für mich immer, Kaffee und Kuchen. Ich würde sagen, dass wir das schon mal auf jeder Etappe einplanen. Hi. Hallo. Pflaume für mich bitte. Die erste süße Pause in Dransfeld ist der perfekte Ort, endlich Thomas Kempernolte vorzustellen. Ohne ihn wären wir jetzt nicht hier. Er hat eine Karte über den Weser-Harz-Heide-Radweg entworfen. Und weil so eine große Karte unterwegs auf dem Rad kompliziert ist, gibt es zusätzlich eine App fürs Handy. Und das Beste, sie ist komplett kostenlos. Ich sehe jetzt, wir haben noch ungefähr 19 Kilometer. Und man kann hier auch wunderbar auf die einzelnen Standorte anklicken, ne? Dann genau, die sind bebildert und es sind immer kurze Texte dazu, die erklären, wo man sich befindet oder um welches Gebäude es sich handelt. Hier ist jetzt gerade die St. Martini-Kirche, die wir hier im Hintergrund haben. Genau. Ja. Okay, und ich sehe sogar, heute haben wir bei der Etappe schon fast alle Höhenmeter, nur noch ein bisschen und dann geht's runter nach Göttingen. Über die Dransfelder Rampe runter nach Göttingen. Was ich tatsächlich lange nicht mehr gesehen habe, ist die Weser. Damit hast du recht, aber wir sind ja auch auf dem Weser-Harz-Heide-Radweg. Das heißt, wir hatten nur den Startpunkt am Weserstein, fahren jetzt in den nächsten Etappen über den Harz und dann durch die Heide bis nach Lüneburg. Also das heißt, anders als der Weser-Radweg, der wirklich tendenziell an der Weser lang geht, ist hier bei uns die Weser nur der Startpunkt gewesen. Genau so ist es und deswegen ist das auch eine anspruchsvolle Tour. Wir haben Bergetappen dabei. Wir haben teilweise auch schwierigere Wegpassagen. Es ist nicht alles asphaltiert. Wir haben auch Schotter und Pfade. Und dann taucht in der Ferne unser Etappenziel auf: Göttingen. In der selbsternannten Stadt, die Wissenschaft, dreht sich ganz viel um Astronomie und unser Sonnensystem im Großen und im Kleinen. Wenn ich mir jetzt die Sonne angucke und da hinten eben die richtige Sonne, dann ist das maßstabsgetreu 1 zu wie viel? 1 zu 2 Milliarden. Okay. So kann man sagen, also die wahre Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Hier das Modell auf der Stele hat einen Durchmesser von 70 Zentimetern. 1,4 Millionen Kilometer? Ist viel, ne? 1,4 Millionen Kilometer? Ja gut, würde ich sagen, wollen wir mal in Richtung der Planeten gehen? Gerne. Gut, dann machen wir das. Sehr gut. Wenn so viele Kilometer so klein dargestellt sind, dann kann die Erde ja eigentlich nur Kirschkern groß sein. Sonnenlicht braucht rund 8 Minuten bis zur Erde. Wir haben den Weg in wenigen Sekunden geschafft. Ja, also wenn man diesen Weg einmal entlangläuft, dann ist man eigentlich schneller als das Licht. Echt? Quasi umgerechnet? Also ja. Das, okay, das war jetzt Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und diese 150 Millionen Kilometer, das ist eine besondere Einheit. Das ist nämlich die sogenannte astronomische Einheit, in der gerne gerechnet wird. Weil die Astronomen vermeiden, gerne große Zahlen zu benutzen. Das heißt? Ja, das heißt, statt 150 Millionen Kilometer sagt man eine astronomische Einheit. Dann hat man kleine Zahlen. Ach so, das heißt also, zwei astronomische Einheiten sind dann 300 Millionen Kilometer. Richtig. Okay. Das wäre dann der doppelte Abstand Erde-Sonne. Aber so richtig werden mir die Dimensionen erst bewusst, wenn die Abstände zwischen den Planeten sogar im kleinen Maßstab so groß sind, dass wir lieber auf das Fahrrad steigen. Am weitesten entfernt ist unser Zwergplanet, den uns Christoph Köhler am Ende der Tour zeigt. Jetzt sind wir hier bei der Pluto-Plakette. Okay. Gelegen auf dem Göttinger Kleperberg mit dem Bismarckturm, ein schönes Ausflugsziel. Und am Wochenende ist die 31 Meter hohe Aussichtsplattform geöffnet. Wow. Oh. Schön, hallo Göttingen. Das ist eine Aussicht. Ja, so habe ich Göttingen noch nie gesehen. Schönes Etappenziel. Beeindruckend. Auf jeden Fall cool. Ja.
Und die zweite Etappe beginnt gleich morgens mit einem Highlight. Hier am Wendebach-Stausee, gar nicht so weit weg von Göttingen. Wir sind da losgefahren und haben einiges an Kilometern vor uns heute. Von Göttingen geht's nämlich bis nach Herzberg im Harz. Das sind 77 Kilometer. Und wir nähern uns langsam dem Harz. Das heißt, Thomas, da kommen wahrscheinlich auch einige Höhenmeter auf uns zu heute, oder? Das ist richtig, Peter. Wir haben knapp 900 Höhenmeter heute. Krass. Und wir sollten heute auch auf unseren Akku achten, denn den brauchen wir. Gut, vollgeladen ist er. Gucken, wie lange er reicht, ne? Aber erst einmal Wendebach-Stausee gucken. Der diente lange Zeit dem Hochwasserschutz. Seit einigen Jahren ist er als Badesee freigegeben und mittlerweile ein angesagtes Naherholungsgebiet. Und beste Möglichkeit, sich bei heißen Temperaturen zu erfrischen. Wir haben auf dieser Etappe einiges auf der Liste stehen. Rauf aufs Rad und los! Bis zu unserem nächsten Ziel sind es jetzt 1,5 Stunden Radweg. Durch wunderschöne Landschaft. Mit 50 den Berg runter, dafür lohnt sich jeder Anstieg. Und ich habe hier nebenbei die App die ganze Zeit laufen. Und mir ist aufgefallen, in einigen Ortschaften und dazwischen hatten wir kein Netz. Die App funktioniert trotzdem. Ja, das hängt damit zusammen, wir arbeiten mit GPS. Das heißt, die gesamte App ist aufs Handy downgeloadet. Und wir nutzen das GPS-Signal, sind also autark und brauchen kein Internet. Perfekt. Das heißt, um Akku zu sparen, könnte man sogar den Flugmodus reinmachen und hat noch mehr davon. Super. Wir erreichen Duderstadt. Eine Perle auf dem Weg mit 600 Bürgerhäusern aus ganz verschiedenen Stilepochen. Das historische Rathaus, angeblich eines der ältesten in ganz Deutschland. 9 Ebenen und die Touristinfo können hier erkundet werden. Auf der Radtour also unbedingt einen Stopp einplanen zwischen St. Servatius und St. Cyriakus. Wir sind nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Dieser Abstecher ein Muss. Nicht nur, weil es hier neue Energie für die Räder gibt. Ja, und das ist natürlich jetzt super Service, weil dann kann man jetzt zwischenladen und du würdest auch sagen, sollte man immer nutzen, ne? Auch wenn der Akku jetzt noch gar nicht richtig leer wäre. In jedem Fall, weil wir gehen jetzt in die Berge und wenn ich in die Berge gehe, Höhenmeter fahre, brauche ich mehr Akkukapazität, ja. Von daher ist das Zwischenladen sinnvoll. Die deutsche Teilung kann nicht verstanden werden ohne den Zweiten Weltkrieg. Im Grenzlandmuseum tauchen wir ein in eine dunkle Zeit unserer Geschichte. Hier, wo wir stehen, war bis 1989 die Grenze. Hier sollten DDR-Bürger daran gehindert werden, in den Westen zu fliehen. Ihren Pass bitte. Ja, wie Sie gehört haben, Personenkontrollschleuse. Wir machen jetzt gewissermaßen einen Zeitsprung aus dem Jahr 1952 in das Jahr 1989, als dieses Gebäude hier in Betrieb gehen sollte. Diese Herren trugen Grenzeruniform, waren aber Angehörige des DDR-Staatssicherheitsdienstes, und zwar hauptamtlich. Das heißt, die gesamte Passkontrolle lag in den Händen der Staatssicherheit und die hatten dafür tatsächlich sogar eine eigene Hauptabteilung. Die Hauptabteilung Passkontrolle war eine der personalstärksten, zeigt, wie wichtig das Thema und wie ernst das dort genommen wurde. Zur Ausstattung selber, Sie sehen, dort oben ist ein Spiegel, das heißt, man hatte von dort aus den Blick auf das Gepäck, es konnte auch keiner dran vorbeikrabbeln. Hier rechts an der Wand sehen Sie eine rote und grüne Markierung, mhm. Da war ein Meterstab angebracht, also der Grenzer hatte den Blick, hatte im Blick, ob die Körpergröße mit der Körpergröße im Reisepass übereinstimmte, das war nämlich ein wichtiges Merkmal, um eine Fälschung eines Reisepasses zu erkennen, also da wurden die besonders drauf geschult.
Hier geht es um den Ausbau der Grenze, den wir hier nochmal zeigen, vom simplen Stacheldrahtzaun, dann beim Bau der Berliner Mauer, Einsatz der ersten Bodenminen. Das Ganze setzte sich fort mit dem Ersatz des Stacheldrahtzauns durch diesen sogenannten Streckmetallzaun ab 1968. Der wurde ab 1970 auf insgesamt 450 Kilometern mit solchen Splitterminen versehen. Das hier war der eigentliche Auslösedraht. Wenn der bewegt wurde, schloss man in diesem Rohr einen Schalter. Und der Strom, der durch den Schalter floss, zündete in diesem Trichter 100 Gramm eines Treibmittels. Und das Treibmittel schleuderte 108 Stahlwürfel auf das jeweilige Opfer. Also auf 20 Meter war diese Ladung tödlich. Das ist echt so ein Scheißthema. Sorry, aber ja. Ich finde es immer wieder so bedrückend und ja. Ich mach's fertig. Ja. Kein einfacher Besuch. Deutschland ist wieder vereint. Freiheit und Frieden so wertvoll. Unsere Reise geht weiter, bergauf, zur Franz-von-Assisi-Kapelle, der letzten Ruhestätte des berühmten Naturfilmers Heinz Sielmann und seiner Frau Inge. Der Name der Kapelle bewusst vom Naturliebhaber Sielmann gewählt. Dem heiligen Franziskus sagt man ja nach, er sprach mit den Tieren und den Vögeln auf dem Feld. Das heißt, der heilige Franziskus ist sehr eng verbunden gewesen mit Natur, im übertragenen Sinne auch Umweltthemen. Also der perfekte Patron für die Sielmanns und für diesen Ort. Heute wird die Kapelle vor allem genutzt für kirchliche Segensfeiern und Trauungen. Und die Kapelle wurde aber gebaut, da lebten die beiden noch. Das heißt, Die haben sich den Ort hier auch bewusst ausgewählt? Oder wie war das? So ist das gewesen. Okay. Umgeben von Streuobstwiesen. Die Kapelle könnte kaum schöner liegen auf dem weitläufigen Gut Herbigshagen. Ein frei zugängliches Naherholungsgebiet mit Kletterpfaden, Dammwildgehege und Bienenhaus. Hier ist auch der Hauptsitz der Heinz-Sielmann-Stiftung. Im Naturerlebniszentrum lernt man viel über Nachhaltigkeit, Natur und Artenschutz. Außerdem ist das auch ein sehr guter Ort für eine ausgedehnte Kaffeepause. Schön. Und der V. Und der V ist auch da, ach ja. Ausblick inklusive. Weiter geht's entlang des Weser-Harz-Heideradwegs durch das Harzvorland bis nach Ruhmspringe. Hallo. Hallo. Hier hat sich der Legende nach die Nixe Ruma in den Riesen Roma verliebt. Und deren Familien, die lebten in ständiger Fehde. Die beiden trafen sich heimlich im Wald. Und aus dieser Verbindung entstand ein Sohn. Der Vater des Riesen war so zornig, dass er das Kind an einem Felsen zerschmettern ließ. Er verprügelte Roma und sperrte Ruma ein. Und Ruma versuchte immer wieder zu entkommen und entsprang dann hier, wo die Rumequelle heute ist. Seit Jahren erzählt die Nixe von dieser Sage. Lena Marie repräsentiert den Ort Ruhmspringe mit ihren Elfen ehrenamtlich. Eigentlich macht man das nur ein oder zwei Jahre lang. Wir haben so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem, deswegen bin ich das auch schon so lange. Ich mache das auch sehr gerne für den Ort natürlich, weil ich einfach auch nicht möchte, dass das ausstirbt, weil ich das sehr wichtig finde. Und es wäre halt einfach schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Und genau deswegen mache ich das jetzt schon seit 7 Jahren. Krass. Und ihr Elfen seid echt nur bei weg. Ihr erzählt eigentlich nie was? Tatsächlich nicht. Echt krass. Ja. Aber trotzdem, ich frage euch das jetzt trotzdem macht es euch Spaß? Ja. Oh. Weil man immer bei offiziellen Anlässen dabei ist und so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist. Genau. Ne? Ja.
Na, ist ja auch was Schönes, wenn man das Dorf repräsentieren darf. Vielleicht sind die Nixe und ihre Elfen nicht da, wenn sie hier stoppen. Dafür quillt hier aber immer zuverlässig bis zu 5500 Liter Wasser pro Sekunde aus der Erde. Das ist die viertgrößte Quelle Deutschlands. Die zweite Etappe ist gleich geschafft. Das Etappenziel nicht mehr weit. Es wird immer bergiger. In der Nähe des Örtchens Düna treten wir morgens bei schönstem Wetter in die Pedale. Wir sind im Naturschutzgebiet Hainholz, einem der bedeutendsten Gipskarstgebiete Europas. Mich erinnert die Gegend hier gerade ein bisschen an die Schweiz. Düna ist ein kleiner Umweg parallel zum offiziellen Weser-Harz-Heideradweg, der in Etappe 3 von Herzberg bis in die Bergstadt Clausthal-Zellerfeld führt. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen auch diesen Abstecher zeigen darf. Wunderschön ist es aber eben auch echt bergig. Wir sind im Harz angekommen und somit bei unserer Bergetappe, oder? Das stimmt, Peter. Und das ist auch der Grund, weshalb wir mit Pedelecs fahren. Wir haben heute nämlich fast 50 Kilometer und knapp 1100 Höhenmeter. Also einiges zu bewältigen. Na dann, ab geht's. Ein weiteres Naherholungsgebiet wartet auf uns. Direkt am Weser-Harz-Heideradweg gelegen, könnte man hier gleich 2-3 Tage Pause einplanen. Moin, Herr Rösch, guten Tag. Hallo, guten Morgen. Moin. Man kann hier wunderbar Mountainbike fahren, man kann mit einem Tourenrad fahren, man kann um die Talsperre rumwandern. Komplett, Wanderwege gibt es komplett drumherum. Wanderwege gibt es komplett drumherum. Nur schwimmen geht nicht, ne? Schwimmen darf man in unserem Trinkwasserreservoir leider nicht. Die Söse-Talsperre. Sieht nicht nur schön aus, sie hat eine andere wichtige Funktion. Hannover, Hildesheim, Göttingen und andere Städte mit Trinkwasser versorgen. Wir radeln also direkt an dem Wasser vorbei, das einige Tage später aufbereitet aus dem Wasserhahn kommt. Der Klimawandel ist hier großes Thema. Wir merken das, die Talsperrenfüllstände fallen merklich ab. Und wie groß ist da die Herausforderung? Es wird ja wahrscheinlich nicht mehr so viel Regen geben, auch wenn es um die Trinkwasserversorgung geht. Und der Regen wird sich anders verteilen, wir werden es ungleichmäßiger bekommen. Aber wir sind schon seit Jahren dran, uns auf das Szenario vorzubereiten, Maßnahmenpläne zu entwickeln. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. In den 1930ern war die Söse-Talsperre das erste Trinkwasserreservoir in Norddeutschland. Und weil sie schon so alt ist, wird es Zeit, dass einiges erneuert wird. Wir sanieren den Vorsperrendamm. Das heißt, der ist dann nach 90 Jahren Betriebszeit langsam undicht. Und man sieht, da fährt auch gerade ein Auto lang. Das ist ja auch ein ganz besonderer Standort, denn hier fährt die Bundesstraße quasi direkt durch die Trinkwassersperre. Genau, das ist ein Unikum in Deutschland, das gibt es nicht normal. Also quasi direkt durchs Trinkwasser. Das ist eine wirkliche Besonderheit hier. Macht auch die ganze Baustelle deutlich komplizierter. Der Weser-Harz-Heide-Radweg geht jetzt mitten durch den Oberharz, immer weiter bergauf. Da, wo vor Jahren noch dichter Wald war, stehen nur noch Baumgerippe. Schuld sind vor allem die Trockenheit der vergangenen Jahre und die Fichtenmonokultur. Der Klimawandel hat Borkenkäferpopulationen explodieren lassen und gleichzeitig die Fichten geschwächt. Früher konnten die Bäume sich durch Harzproduktion vor dem Borkenkäfer schützen. Mittlerweile sind sie einfach zu schwach. Der Harz verändert sich. Und wenn Sie auf der dritten Etappe des Weser-Harz-Heide-Radweges hier unterwegs sind, sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus.
Aber vielleicht treffen sie dann sogar Thomas Kempernolte. Der ist so häufig, wie es nur geht, auf dem Fahrrad unterwegs. In Norddeutschland, Deutschland, ganz Europa. Radelt oft mehrere Wochen und Monate, tausende Kilometer. Wenn du unterwegs bist, auch für die Tour, wie viel Kram nimmst du mit? Relativ wenig. Also das, was ich jetzt dabei habe, reicht für 7 Tage oder für einen Monat. Ich kann es dir aber gern zeigen, wie ich das mache, weil das ist so eine gewisse Technik. Das ist jetzt die Seite mit der Sportbekleidung. Einfach eine Jacke zum schnell Greifen. Dann verpackt man das in Beutel. Ich habe das jetzt hier Rad 3, Rad 1, Rad 2. Was ist da drin? Klamotten für jeden Tag, oder? Da sind Klamotten für jeden Tag. Das sind die Radsachen, die ich anhabe. Abends einfach damit unter die Dusche. Einmal, echt jetzt? Einmal waschen, einmal trocknen und einmal Reserve. Und dann ist hier das Regenzeug noch drin. Und das Praktische ist halt, du brauchst irgendwas, nimmst den Beutel und hast es. Und damit fährst du auch einen Monat? Ja, weil du hast ja alles dabei. Du hast immer jeden Tag saubere Sachen. Und das Gleiche gilt auch, ich sage immer, für die Gutseite, für die Kleidung, die man abends trägt. Ich bringe das nächste Mal andere Klamotten mit, versprochen. Okay. Unser Pausenort ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind im Oberharzer Wasserregal, einem Bergbausystem aus dem Mittelalter zur Leitung und Speicherung von Wasser. Das hier ist der Morgenbrotstaler Graben. Das große Wehr, an dem er leicht aufgestaut wurde. Und hier siehst du jetzt, da wird das Wasser entnommen und fließt dann die künstlich angelegten Wasserwege. Und da waren dann die Wasserräder? In den Bergwerken die Wasserräder, ja. Unsere Pedelecs sind auf der Bergetappe Gold wert. Das Problem, wenn es wieder bergab geht, ist man tendenziell viel zu schnell. Ja, auch das gehört wahrscheinlich dazu, ne, wenn man unterwegs ist. Wir sind hier über diese Trasse gefahren mit spitzen Steinen und dann hast du bumm gemacht, ne? Und jetzt kriegen wir das hin? Ich denke mal, mit dem Equipment, was wir dabei haben, sollte das ruckzuck gelöst sein. Ein Reifenheber hat man immer dabei und einen Ersatzschlauch auch. Und wenn ich längere Touren fahre, habe ich sogar Flickzeug dabei, um zur Not dann halt öfter zu flicken. Was ganz wichtig ist, der Schlauch muss aufgepumpt werden. Man muss gucken, wo die defekte Stelle ist, um zu kontrollieren, ob der Reifen, ob da noch was drin steckt, dass ich nicht den neuen Schlauch wieder kaputt mache. Ich beeile mich, alles dass gut. Wir weiterkommen. Wir haben ja noch 300 Kilometer oder so. Da freut man sich, wenn man eine vernünftige Pumpe hat. Ja, ich höre es auf jeden Fall. Hier unten. Hier. Ja, hier. Aber nicht verdrehen den Schlauch jetzt. Wo ist es? Hier, genau. Gut. Hier. Genau gegenüberliegend. So, jetzt macht man Folgendes. Man nimmt ihn so, wie man ihn rausgepackt hat, guckt, da unten ist die Leckstelle. Dann untersucht man, ob hier etwas drin ist. Ja. Und? Wenn das nicht der Fall ist. Aber wir flicken das jetzt nicht mit dem neuen Schlauch. Nein, wir fahren mit dem. Den kannst du ablassen, reinwerfen. Ja. Also das ist jetzt Equipment, was auch in der zweiten Tasche ist, neben dem Ladegerät. Wenn ich das nächste Mal eine Reifenpanne habe, ne, rufe ich einfach Thomas an. So schnell wie das ging, easy. Reifen gewechselt. Schwupps, kommen wir nach Altenau. Heute sind es mehr als 20 Grad, mitten im Oberharz. Hier wird es selten so warm. Man sieht auch wirklich krass, wie trocken das ist. Ja. Auch die haben damit zu kämpfen. Ja, klar. Und es wird ja nicht besser werden. Ne? Das finde ich ja immer schön, wenn man da mal so ein bisschen Wasserplätschern hat. Voll. Ja? Würde auch so eine Dusche, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen hier.
würde, fände ich auch gut. Alternativ bietet sich zur Abkühlung im Kräuterpark Altenau ein kühles Getränk an oder ein leckerer Kräutertee und ein Stück Blechkuchen unterm Sonnenschirm. Gestärkt geht es weiter auf dem Weser-Harz-Heide-Radweg. Bis nach Clausthal-Zellerfeld sind es noch einige Kilo und Höhenmeter. Und hier, mitten im Wald, wartet die nächste Herausforderung. Die Pfeile sind schon wirklich spitz und können jemanden auch deutlich verletzen, wenn man nicht aufpasst, was man macht. Das kann auch jeder machen. Jeder, der noch nie Bogen geschossen hat, kommt vorbei. Das kann jeder machen. Wir nennen es intuitives Bogenschießen, weil man nur das Ziel fokussiert, sich darauf ausrichtet und über die Schüsse die Erfahrung sammelt. Und dann wird es immer besser. Also die Lernkurve beim intuitiven Bogenschießen ist sehr steil. Wie beim Minigolf gibt es auch beim Bogenschießen Stationen. Hier im Wald verteilt auf einem 3,5 Kilometer langen Parcours. Von Fuchs bis Wildschwein, 60 Schaumstofftiere sind die Zielscheibe. Vom schwarzen Flock würde ich jetzt die ersten Pfeile schießen. Hier ist es ja so, hier ist es ein bisschen abschüssig. Bevor es losgeht, wird noch erklärt, von wo geschossen werden darf. Ja, probiert mal. Du hast jetzt hier eure ersten Versuche gestanden. Genau. Die rote Feder nach außen. Genau. Macht euch nicht so viele Gedanken. Alles intuitiv. So wie, ja, sehr gut. Wow. Leicht drüber. Wow. Ja, wow. Sehr gut. Das ist genau das, was man treffen soll. Das passiert okay. Am Anfang. Ah, ja. Das ist kein Problem. Gibt es da irgendeinen Tipp? Nein. Nee, einfach locker bleiben. Am Anfang ist mir das auch ein paar Mal passiert. Das ist aber normal. So weiter runterhalten. Und jetzt löse mal. Meinst du? Ja, sehr gut. Man zielt mit beiden Augen offen. Man schaut das Ziel mit beiden geöffneten Augen an, genau. Oh, super! Sehr gut. Triffst du einmal? Triffst du immer. Habe ich dich lachen gesehen, Thomas? Ich freue mich für dich. Ein letzter Anstieg für heute auf die Boxwieser Höhe in Clausthal-Zellerfeld. Besonders schön hier bei klarem Wetter, die Sicht auf den Brocken. Cooler Blick. Ich würde sagen, lass mal schnell ein Selfie machen. Gute Idee. Zack. Und sehr cool. In der Abendsonne. In der Abendsonne, genau. Wo ich das Handy schon in der Hand habe. Die App hat uns ja wieder heute an echt coolste Orte geführt. Wirklich super genau. Das ist sehr hilfreich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das ist die Idee dabei, ja. Genau. Und morgen, vierte Etappe, dann nur noch bergab, oder? Muss ich dich etwas enttäuschen? 750 Höhenmeter echt und 77 Kilometer. Wir sind noch im Harz und kommen dann aus dem Harz raus und enden in Hornburg. Ah, ist ja gut. Ich gehe ins Bett, dann geht's morgen früh weiter. Dann komme ich mit. Nach 1100 Höhenmetern und knapp 50 Kilometern durch die Berge auf der dritten Etappe ist jede Stunde Schlaf Gold wert. Für die vierte Etappe müssen wir nämlich pünktlich raus. 2 Stunden Radweg sind es aus Clausthal-Zellerfeld bis hier nach Goslar. Wir sind deswegen extra früh losgefahren, damit wir das Glockenspiel um 9 Uhr mitbekommen. Das war auch eine gute Idee, denn das nächste Glockenspiel, das vollständige Glockenspiel, kommt erst um 12. So, und da wir heute richtig viel vorhaben, ist es auch gut, dass wir jetzt schon hier sind. Goslar, Fachwerkstatt mit Bergbautradition. Nur so als Idee, Sie können sich die Etappen des Weser-Harz-Heide-Radweges natürlich auch selbst legen, wie Sie wollen. Und wenn Sie so viel Power hätten, dass Sie in der dritten Etappe bis Goslar gestrampelt wären, wäre der hier die perfekte Belohnung. Okay, ich weiß, es ergibt jetzt wenig Sinn, weil wir gerade erst aufgestanden sind, ne? Aber ich will einmal kurz gucken, wie sich's da oben schläft.
Im dicken Zwinger, so heißt dieser Turm, gibt es nämlich nicht nur ein Rittermuseum. Hier hinten sind einmal dann die Schlafnischen. Ja. Einmal ein Doppelbett und einmal zwei Einzelbetten. Sie können hier übernachten. Im Museum oder... Okay, wow. Ja, da sind wir jetzt oben. Hey, cool. Genau, hier einmal die Übersicht über die Altstadt. Und die Kaiserpfalz da hinten, oder? Nee, die Kaiserpfalz ist da zwischen den Bäumen. Okay, alles klar. Genau. Okay, und... Hier ist einmal das Zeitlicht. Alles klar. Ach was. Genau. Okay. Ja, das ist ja aber wirklich sehr exklusiv. Nur kurz Probe liegen. Wir wollen ja weiter radeln. Vorbei an der berühmten Goslarer Kaiserpfalz. Auf dem Weser-Harz-Heide-Radweg hat Thomas mir eine andere Pfalz versprochen, auf unserer vierten Etappe. Startpunkt Clausthal-Zellerfeld, dann Goslar und Liebenburg. Unser Ziel ist die Kaiserpfalz in Werla-Burgdorf. Und weil der Tag noch so jung ist, gibt's Kaffee erst in Schladen. Das nächste Highlight ist in Liebenburg. Ein künstlerischer Ort voller Skulpturen. Und dieser Mann hat sie erschaffen, Gerd Winner. Seine Werke findet man unter anderem in den Sammlungen des Museum of Modern Art in New York und der Tate Gallery in London. Und hier. Also ein Adventstor. In meinen Augen steht dieses Tor symbolisch für das gesamte Gelände. Natürlich ist das Burgtor, wenn man historisch denkt, natürlich immer verschlossen. Aber dies ist natürlich eine Transformation in eine zukünftige Vision. Ein Tor, das sich nicht mehr schließen lässt, sondern dessen Zugang gewährt ist. Und was ja dann auch symbolisch für genau diesen Ort steht. Jeder darf sich diesen Ort immer angucken. Genau, das ist eine Öffentlichkeit, die wirklich rund um die Uhr gewissermaßen erfahrbar bleibt. Kostenlos und draußen finden sich hier 10 Skulpturen. Winner lebt seit mehr als 50 Jahren auf dem Gelände. Ihm gehört auch die Schlosskirche. Und die sollten Sie sich unbedingt anschauen. Die Malereien, vor allem das Deckenfresko des Künstlers Wink, werden Sie begeistern. Wie lange hat man daran gemalt? Wissen ja, also 2,5 Jahre, wobei man nur in den Sommerzeiten gemalt hat. Aber immer über Kopf, ne? Und alles über Kopf, ja. Wow. Also ich konnte mal mit dem eingebauten Gerüst mal das auch da aus der Nähe sehen, weil wir reinigen mussten. Es war über die Jahrhunderte natürlich auch Ruß und Kerzenruß, Weihrauch dort abgelagert und wir mussten es reinigen. Das war sehr aufwendig, aber das hat diese wunderbare Farbigkeit zutage gebracht. Normalerweise ist die Kirche geschlossen. Führungen gibt es nur zu ausgewählten Zeiten. Aber in dem katholischen Gotteshaus werden regulär Messen gefeiert. Und dann ist jeder herzlich eingeladen. Das gesamte Gelände ein Hingucker. Erst stand hier die Liebenburg, dann wurden Schloss und Kirche gebaut. Und von diesem prächtigen Bauwerk radeln wir jetzt an einen Ort, an dem einst auch ein prächtiges, königliches Bauwerk stand. Die Kaiserpfalz Werla. Im frühen Mittelalter erlebte sie ihre Blüte. Doch im 13. Jahrhundert ist alles verfallen, in Vergessenheit geraten. Jetzt sind wir heute Morgen an der Kaiserpfalz in Goslar vorbeigefahren. Ja. Die kennt ja wirklich jeder. Die ist auch noch sehr schön erhalten. Hier ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Warum? Ja. Weil Goslar löste Werla ab und die Menschen waren früher nachhaltig. Die haben das ganze Material recycelt. Also wirklich? Dieses Tor besteht aus 450 Tonnen Stein. Unser Bauner Stein war ein halbes Stück Gold. Und das wurde alles abgebaut bis auf die Grundmauern. Und dann war die Pfalz vergessen und keiner wusste mehr, wo Werla war. Gut, dass bei Ausgrabungen noch Restmauern gefunden wurden und ganz viele engagierte Menschen einen kleinen Teil wieder aufgebaut haben. Und der erfreut sich großer Beliebtheit.
Hier ist unser Hochzeitsmekka. Hier finden pro Jahr 30 bis 40 Trauungen statt an diesem wunderschönen heiligen Ort. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das bedeutet auch für die Menschen. Das ist echt ein cooler Platz hier. Wir haben hier 200 Pflanzenarten wiederdeckt, 70 Vogelarten. Im Westtor brütet die Nilgans und der Turmfalke. Nachts hören Sie die Nachtigallen hier schlagen. Sie sehen den Eisvogel. Und wir haben gesagt, wir wollen den Menschen ein Stück schenken. Landschaftsarchäologiepark, kein Eintritt, keine Infrastruktur, kein Wasser, kein Strom. Einfach ein Ort der Liebe, der Entspannung und der Geschichte. Kaffeepause gefällig? Muss ja nicht immer mit Kuchen sein. Bei bestem Wetter würde ich in Schladen definitiv Eis empfehlen. Das ist eben auch so ein Vorteil von dieser Weser-Harz-Heide-Radweg-App. Auch Orte, die nicht direkt am Weg liegen, sind drin. Deswegen sind wir jetzt hier angekommen und schauen uns mal an, was es da zu sehen gibt. Wer Glück hat oder viel Geduld mitbringt, kann vom Vogelbeobachtungsturm Eisvögel, Fischadler, den roten Milan, Kormorane und Enten sehen. Am Ende unseres ersten Teils haben wir beim heutigen Etappenziel Hornburg noch was vor, bevor es ins Bett geht. Kurz vor dem Harz liegt meine Stadt. Mit Fachwerk ist sie gut bedacht. Im Mittelalter lag die Blüte durch Hopfenanbau erster Güte. Ob Schiff, ob Fuhrwerk, das war egal. Wir lieferten ihn bis Portugal. Und schlägt die Uhr zur Abendstunde, gehe ich als Wächter meine Runde. Und wir gehen auf der Nachtwächterführung mit. Und erfahren von Herbert Grünhage unter anderem, dass das Bierbrauen mit dem Ilsewasser hier eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann war es meine Aufgabe, wenn ich durch die Stadt ging, alle 100 Meter zu rufen: Hüldewacht bekennt gemarket, dass niemand in die Ilse kaket, morgen wacht gebrut. Das war ganz wichtig, damit du morgen sauberes Wasser hast und wunderbares Bier brauen kannst. 60 Braurechte hatte Hornburg. Der Hopfen machte die Stadt reich. Und während der Nachtwächter uns gleich ins Bett singt, können Sie sich alle Informationen zur Radtour noch einmal im Internet anschauen. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, löscht das Licht und geht zur Ruh. Wenn's die Mitternacht geschlagen, geht's dem neuen Tage zu. Was für ein schöner Abschluss für den ersten Teil. Vier Etappen Weser-Harz-Heide-Radweg haben wir hinter uns. Drei kommen noch. Thomas, was erwartet uns im zweiten Teil? Wir kommen jetzt in die norddeutsche Tiefebene, in die Heide. Also keine Höhenmeter mehr. Keine Höhenmeter mehr. Wir können locker pedalieren und fahren über Braunschweig bis nach Lüneburg. Sehr gut. Ich freue mich sehr, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Wenn Sie nachmachen wollen, die kostenlose App kann ich Ihnen nur empfehlen. Können Sie runterladen und dann würde ich sagen, einfach den Radweg nachmachen. Und zum zweiten Teil sehen wir uns dann ja wieder im Fernsehen. Bis dann. Tschüss. 'Ich finde es richtig schön hier auch mit den Lämpchen und so weiter, oder? Das ist ein wunderschöner Ort. Ja. Ich finde das mit der Beleuchtung auch. Total süß. Ja, und die Fachwerkhäuser und so ist schön.